Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft. Wie ihr sehen könnt, einmal ein Schwenk. Wir sind endlich in Nordend angekommen. Hier in Valgarde im heulenden Fjord. Heulender Fjord? Heulender Fjord. Sind wir endlich angekommen. Jetzt geht es nämlich hier mal richtig zur Sache. Wieder mit dabei ist natürlich der gute Bomlier. Ja, hallo. Und mit Begleitung im Hintergrund immer noch mit dabei die gute Sandra. Das war's jetzt zu, Nico, oder? Gib's zu. Nein, das war ich nicht. Und wie immer, die Billy, die Zockerrübe, ist auch mit dabei. Hallöchen. Yeah. So, mach so eine Quest haben Nico und ich vorhin schon angenommen. Und ich noch nicht. Vor lauter Vorfreude von McElroy. Also ich habe hier gar nichts angenommen, nur mal so zur Info. Genau, und wir müssen nämlich jetzt mit dem Vizeadmiral im Keller im Hafen von Valgarde sprechen. Können wir erstmal noch eine neue Quest annehmen? Gibt es nämlich hier oben noch eine. Beim Flug Heinrich. Oh ja, guck mal, beim Flug Heinrich. Heinrich! Timer läuft. Ich nu Allah. Bei mir nicht. Ich bin ganz Ohr. Nico spricht nicht mehr mit uns. Wir können hier von hier aus direkt. Läuft was wohin? Na, der Timer, ob der noch läuft. Der läuft jetzt. Bombe. Also ziehen wir ungefähr eine halbe Minute ab. Ach. Relevant. Jede andere Quest. Die Quest ist hier hinten, die wir abgeben können. Wollen wir erstmal uns noch eine, die wir hier haben? Oder wollen wir erst abgeben? Nein, wir nehmen alles an, was wir jetzt hier kriegen. Und okay, dann müssen wir hier oben in den Turm. Wo? Hier oben. Wo ich bin. Gasthaus. Ach da. Ja, Gasthaus oder Bürgermeister oder was weiß ich hier. Ist das Gasthaus und ich glaube, die ist oben, ja. Das Spasthaus. Ganz oben? Ja, tatsächlich, ist ganz oben. Treppe hoch. Beim Schneiderlehrer. Schinkfest. Schneider. Hä? Moment. Ja, mach mal. Nein, stopp. Hä? Die ist da gar nicht, die ist... Dann war das unten, vielleicht nur für mich eine unten, Quest. Unten, Mensch, oh Gott. Ja, warte mal. Das ist zu klein. Dann ist es vielleicht jetzt eine berufsmäßige Quest. Ich habe nämlich gerade gelernt, wie ich Rohstoff farmen kann. Ach, schön. Ach, und das ist hier eine Kochkunstquest. Ah, okay, alles klar. Ich habe hier eine Kochkunstquest. Gut, das hat sich erledigt. Im Beruf, ey. Dann haben wir alles. So, jetzt müsst ihr noch hierher kommen. Fress mir in der Zwischenzeit noch ein Gummibärchen rein. Vizeadmiral Keller. Haribo Phantasia. Ich kann ja gar nicht fliegen, richtig. So, okay. Vizeadmiral Keller möchte, dass ihr 12 Eindringlinge der Tralala tötet. Mal wieder irgendwas töten. Zwei, wunderbar. Gut. Jetzt haben wir alle Quests zusammen, jetzt können wir losziehen. Haben wir wirklich alle? Haut so auf Knauze. Soll ich denn nochmal einen Dungeon anmelden? Lass uns die Quest schnell machen und dann noch, ja. Oh Gott, die liegen ja schnell. Ja, da kann Nico wieder kirschen, bis er umfällt. Ey, lass mich doch in Ruhe, du Pisskopf. Krasser Scheiß, was geht denn hier ab? Da brauche ich ja nicht mal die Heilung auspacken, so schnell geht es. Mega. Die kannst du aber nicht looten, Nee, die Kirschnein, stimmt. So ganz gut. Da kommt auch noch so einer. Neun von zwölf, sehr schön. 11 von 12. Einer noch. Hier, da. Numas. Steppen wir. Mal so. Kurz wieder zurücklaufen. Apparat. Ich melde noch mal ein Ding. Oh. Ey, du Penner. Kommt mal ein Wölfchen. Alter, wie schnell spawnen die denn hier? Bin das, wir sind schon, fertig. Ne? Abgeben. Ja, wie denn, wenn sie uns hier umrennen? Ja, lauft einfach weg. Ey, mach die jetzt alle platt. Gibt aber EP.
Also ich werde erstmal hier ein bisschen questen, weil wir nämlich dann schon gute Items bekommen, um dann die erste Instanz auch wirklich gut zu rennen zu können. Okay. So. Dann mal wieder zurück. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Zurück zum Admiral Keller. Zurück. Was kann ich für euch tun? Vizeadmiral Keller. Dass ihr 8 Speer von Valgare rettet, die mit Harpunen beschossen wurden. Was? Retten sollen wir jemanden? Mhm. Ganz was Neues. Das wieder hier raus. Bleib natürlich am Zeltpfosten hängen. So. Komm, du, Tag ist kurz. Oh, guck mal, hier sind Dinger. Da sind Harpunen. Komm, mir mal eine. Hüpp. Ja, ey, hallo, ich bin hier am Kämpfen, ey, und die rennen an mir vorbei, die Jungs. Das ist auch sehr geil. Ah, schafft es schon. So, 2 von 8. Mega. Die Jungs, die passen auf mich. Mhm. Gar nicht. Klar. Du bist doch unser Augenstern. Ja, klar. Oh, Blume. Sag mal nee, oder was? Kannst du dich schon nehmen? Dich, denn du bist geil. Unser Augenlicht. Tigerlilie kann ich aufnehmen. Mega cool. Ich Augenlicht. Du bist unser Augenlicht. Du scheinst so klar durch dunkle Nacht. So, 8 von 8. Mögest du ein Licht von uns sein, für uns sein, wenn haben wir alle Lichter ausgehen? Tatsächlich, wir haben sie ja, wir haben alle, oder? Ja. Echt jetzt? Aber zurück. Ey, weißt du, jetzt war ich so poetisch und die hören nicht zu. Ja. Doch, wir haben es ja gehört. War ein Zitat von Herr der Ringe. So poetisch, warst du? Ja, ja. Ich war ja am Mittwoch mit Freunden im Kino, haben wir uns Hobbit 3 angeguckt, ne? Ja, wie war es denn? Ja, war okay. War also cooler Film, die Schlacht ist wirklich fucking episch, aber auch sehr, sehr mit sehr viel Logiklücken so ein bisschen drin. Aber was ich echt cool fand, aber also er hat ja da nur, Ole Peter Jackson hat ja so eine Liebesgeschichte zwischen dem einen Zwerg und der einen Elbin da, die frag mich jetzt nicht nach Namen, da irgendwie mit eingeflochten, ja. Und es gab eine sehr traurige Szene, ich will ja nicht spoilern, und auf jeden Fall die Freundin von meinem Kumpel erstmal Rotzblasen geheult dann daneben. Ich habe mich nur gewundert, was immer so macht, bis ich dann mal rüber geguckt habe und hast du sie dann gesehen, so rüber. Seid vorsichtig. War wieder voll für die Frauen. Oh. Was geht euch durch den Kopf? Man oh, Quest. Quest. Oh, da hinten ist auch noch was. Da hinten ist auch noch was, da hinten ist auch noch was. Dülü, dülü, dülü. Jetzt warten, 2, 2, 2, 2, 1, 2, jawohl, und es wird noch eine 2. Da ja, kommt die 1 und da kommt die... Wo bleibt sie? Da ist die 2, wunderbar. Jetzt sind wir wieder auf demselben Stand, wunderbar, cool. Dankeschön. Wollen wir hier gleich den Reagenzienbeutel hier aus dem Wasser fischen? Wo ist der denn? Der ist hier in Wasser. In Wasser der denn? Jo. Ah, da hinten. Na, unten in dem Schiff wahrscheinlich, hier unten irgendwo, wa? Mhm. Oh. Was? Dolchbucht-Hammerkopf. Oh, hier kann man auch noch eine Quest annehmen, hier unter Wasser. Oh, da ist er. Ich sehe den schon, ich sehe den schon, ich sehe den schon. Der Gänschenbeutel, ich sehe ihn auch schon. Ella Badge. Menu, und da ist auch eine Quest? Hab ihn. So, wo ist hier noch eine Quest? Ach, da spaziert einer. Nico, wo bist du denn eigentlich? Ich bin, wenn überhaupt, dann unter dir. Mhm. Genau, da spaziert einer und der hat noch ein Ausrufezeichen am Kopf. Harold Lagras. 10 Vorratskisten von Valgar. Oh, Hilfe, Hai-Angriff. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Okay, erledigt. Ging ja flott. Wenn ihr... Ein Hai, oh, tot. Die Vorratskisten liegen hier überall rum. Ja, da müssen wir 10 Stück von sammeln. Zählen die wieder für alle? Warte. Bist du für... Glaube nicht. Nein. Ah. Computer sagt nein. Okay. Nein. Nein. Hm.
Da, 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 da. Deine Truhe weg, da ist auch sehr schön. Nimmst du mir die zweite weg? Ich kann nicht schneller schwimmen. Heißt der Michael Phelps oder was? Oh, Michael. Der Michael. Das ist ein Schatten, jawohl. Ja. Wo ist er denn? Ach, da oben ist er. Weit genug weg. Über uns kreist ein Drache. Was ist denn nur kaputt? Dein Schatten auf dem Boden war cool. Mein Schatten, den da? Das ist ein Schatten. Das ist so cool. Hast du einen Schatten oder was? Aha. Du hast da echt einen richtigen Schatten. Ja. Ich hab einen gewaltigen Schatten. Mal kurz nach oben an die frische Luft. Ich krieg keine Luft mehr. Hier atme nur noch 30 Sekunden. Oh ja, ich auch. Ui, ui, ui. Aber es ist nur die Aufgabe, die zählt. Mach ich platt, halt, pass auf. Und platt bist du. Oh, noch einer. Scheiße. Komm her, hier, du. Luft holen. Mach dich zur Sau, du Hai. Da so. Noch eine Aufgabe. Ah, Bild weg. Oh, oh. Wie, bist du gestorben? Oh je. Ein komischer Schatten. Ich höre gerade nichts, ich sehe gerade nichts. I am blinding. Moment. Why are you blind? Haben wir gleich. Wieder. Warum stirbst du so ein bisschen? Oder auch nicht. Wer oh, ich? Oh. Weil nicht gut. Ich habe zu lang an der... Ach so. Zu lang da unten rumgehangen. Aha. So. Kiste Nummer 8. Ja, yeah, fertig. Hallo. Hast du? Auf dann. Ja, das ist schön. Ja, mei, das ist wunderbar. Ist das, das ja, ist... Ja, mei. Ja, mei. Oh, oh, hi. Ja, hi. Du Arschloch, hi. Hi, hi. Hi, wie geht's denn so, Junge? Alles gut? Fein. Danke. Wo ist denn hier die letzte von diesen... Oh. Oh mein Gott. Nico, könntest du bestimmt schön kirschen an die Haie, oder? So, sag mal was. Was? Okay, alles klar, ihr seid wieder da. Wunderbar. Ach, du warst weg? Das war auch interessant. Ja, das HDMI-Kabel hat sich, glaube ich, verabschiedet. Blöd. Wie verabschiedet? Kaputt? Ja, weiß nicht, ich glaube, keine Ahnung. Kabelbruch oder ähnliches. Oha. Muss jetzt mal improvisieren. So. Man sieht sich. Hauer, hauer. Das ist ja blöd jetzt. Kannst du, hast du ausgemacht? Okay, alles klar. So, ich bin schon wieder da. Die Naru haben uns nicht vergessen. Nico muss bestimmt die Quest noch machen, oder? Ja, ich muss noch, warte mal, wie viel muss ich denn noch machen? 6, ich muss noch 6 machen. Okay. Dann ich warte hier auf euch. So, hier, guck mal. Da kommt der Tragflächenboot. So, wo ist er denn? Die Tassen durchzugehen. Dann einmal abgeben. Oh ne, jetzt habe ich Schluck auf, ey. Gibt's doch nicht, oder? Ja, genau so. Scheiße. Sag mal, verehrtester Kollege Nico, wie ist denn eigentlich der Timer so drauf? Der Timer ist bei 13 Minuten. Ach, guck an. So, ich brauche noch 2 Stück, dann bin ich auch wieder da. 13 Minuten ist ja crazy. Jo, mach mal in Ruhe. Guck
Konntet ihr mich eigentlich jetzt die ganze Zeit hören, während ich gequatscht habe? Nein. Es war bei dir, also wir, keine Ahnung, wir haben, also ich habe mir so gedacht, du bist schwer beschäftigt. Und hattest deswegen keine Zeit zum Reden oder so. Ja, im Grunde war ich schwer beschäftigt. Ich habe euch nicht mehr gehört und dann habe ich auch gesehen, dass da irgendwie Symbol aufgeploppt ist und ich dachte so, oh, mal sehen, ob die mich überhaupt gehört haben, deswegen frage ich gerade nach. Ah, okay. Oh, wer ist, so, wo ist er denn jetzt? Der Questgeber, wo ist er? Hier bei uns. Ach, da ist er. Der in der Hütte hier. So. Seine Räucherstäbchen. Genau, der nimmt gerade Drogen. Schau dir mal den Nebel an, den er hier produziert. Ja, genau. Schwaden. Wasserlaufen? Ja, ich kann auch auf dem Wasser laufen. Ich bin Jesus. Ja. Ich hab kann ich rüberschweben? Kein unter Wasser atmen, das ist ein bisschen blöd. Stimmt, das war ja hier die schöne Eigenschaft eines Charmis. Wasser wandeln. Wir müssen dann gleich hier über den See wieder drüber oder über den Fluss Harpunen Betriebsanleitung und Käfigschlüssel der Drachenschinder. Jo. Da müssen wir aber hier hinten raus. Ja, wir müssen immer hinten raus. So, warte mal auf Nico. Oh ja. Ich bin schon da. Du bist ja noch bei deinem Kiffer. Jetzt. Brumm, brumm. Was machen wir eigentlich für eine Quest? Harpun-Betriebsanleitung, oder wenn? Mhm. Die ist hier hinten. Jo. Hoch. Halt, hier kann man eine Quest annehmen. Wo? Hä? Kann man eine Quest abgeben? Hier zeigt er mir eine Quest an, die man annehmen kann. Abgeben. Annehmen. Ach stimmt, annehmen auch. Ja, warte mal. Phasen verschoben. Ihr habt da Räuchergefäß in eurer Tasche. Das sieht aus wie in so einem Wirbelwind. Ja. Ja. Okay. Einmal draufklicken. Okay. Dann seid ihr Phasen verschoben. Ah. Ach, das war das Ding. Wollte schon immer mal Phasen verschoben sein. So, und jetzt müsste hier, genau, jetzt ist nämlich das Fragezeichen hell markiert. Das müsste dann hier in dem Gebäude sein. Ah, jetzt in der Haus. In der Haus drin, ne? Extrem ins Haus reinrunning. So. Ins Haus reinrunning. Ja, es ist. Oder auch nicht. There is nothing. Nothing? Nottingham. Nehmt dieses Räuchergefäß, geht nach Wirmskohl und begebt euch mit seiner Hilfe ins Geisterreich. Geht nach Nordosten, dort befindet sich der Ort, meidet die Walkür um jeden Preis, damit ihr nicht ihr Schicksal teilen müsst und auf ewig in ihrer Welt gefangen seid. Also nur mal so zur Info, der Lichtking steht hier rum, ja? So, wie bestellt und nicht abgeholt. Und neben so. Ihm Seelenfänger, ja, der Walkür. Ja, genau. Nico? Was denn? Achso, bei dir kommen da auch so eine Valkyren. Müssen wir die jetzt platt machen, oder was? Wenn die euch angreifen, dann werdet ihr aus der Phase geschmissen. Dann müsst ihr die töten und dann wieder in die Phase rein. Okay, da hinten steht übrigens der Lichtking, ne? Ja, aber wieso? Hä? Ich glaube, auch in die Richtung müssen wir. Zum Lichtking? Ich glaube, ja. Oh, oh. Ach komm, die Wurst hauen wir um. Lauf. Oh, kurz, ich will mal kurz was versuchen. Ah, Käfigschlüssel, da haben wir es doch schon. Oh. Kommt mal bitte aus der Phase raus. Ja. Habt ihr so einen Buff oben? What the fuck? Echo, irgendwas mit Echo war das. Mhm. Warum bin ich jetzt wieder drin in dieser Scheißphase? Ich bin auch wieder drin. Ja, du musst nochmal draufklicken. Ach du Scheiße. Ja, hab ich ja gerade, aber. Nein, nicht nochmal auf den Questgegenstand klicken, sondern. Oh, ja, fuck. Richtig. Super. Okay, okay. So, ja. Käfigschlüssel. Wir müssen hier die Käfige öffnen. Ich hab meinen ersten Froststoff. Hurra! Hurra!
Gottes Willen, die fallen ja schnell um, ey. Ich habe jetzt auch einen Käfigschlüssel. Gucken, ob die für alle zählen. Doch, zählen für alle, das ist schön. Super. Dann mache ich mal den nächsten da hinten hier. Jo, Schlüsseldienst. Peters Schlüsseldienst. At your service. Ei, Froststoff. Hammer. Wie schaut's aus mit Käfigen? Hier ist noch einer. Ich habe einen Schlüssel. Ich mach den mal auf, ja? Ja, mach mal. Okay. Ich halte den Typen vom Leib. Vielen Dank. Ich habe so, auch noch einen Schlüssel gekriegt. Oder brauchen wir? Nein, keine mehr, ne? Nein, alles offen jetzt. So 20 Minuten sind geknackt. Yeah. Okay. Knickknack. Dann würde ich sagen, lass uns hier mal kurz hinstellen. Hier lass uns doch noch schnell zum Fragezeichen zurückgehen. Mal gucken, ob wir es jetzt sehen. Aber ich glaube nicht, ne? Oder kommt das jetzt, wenn wir in die Phase gehen? Ah, doch, hier ist es, hier ist es. Dilli, dilli, dilli. Hier liegt einer drin. Pulroff, der Archäologe. Pulroy, so. Pulroy. Sucht vom Kohl nach Z. So. Jo, ja, dann machen wir das machen wir dann in der nächsten Folge. Häuschen. Genau, dann machen wir hier mal einen kleinen Break. Ja, die erste Quest, die ersten Quests in Nordend haben wir erfolgreich. Mein Bein juckt, deswegen spreche ich vielleicht gerade ein bisschen komisch. So, haben wir erfolgreich beendet und ja, wir tasten uns vor Level 70, Level 80, kommen immer näher. Bis zur nächsten Folge, macht's gut, tschüss. Ciao. Tschüss.